So, SV Niederwerth gegen die TuS Niederberg in der Kreisliga A Koblenz 22-24. Ja, nur wenige Stunden nach dem 3:2 Derby-Sieg der dritten Mannschaft in Fallender geht es direkt hier auf der Südspitze weiter. Dabei hat die erste Mannschaft hier aber wahrscheinlich eine noch schwerere Aufgabe vor der Brust als die dritte. So, damit kann es auch in diese Partie, geleitet von Markus Robert Schitzmeier, auch mal losgehen. Und Smog, der läuft direkt mal vom Anpfiff an durch. Ja, Yannick Felber, der den Ball direkt wieder hier festmachen will. Ismail Yassankaré, der den Ball da draußen treibt, und Samu Dubale. Wohl nicht ganz regelkonform da hinten. So, während hier die TuS Niederberg dann erstmal den Freischuss in den Strafraum schleudert. Ja, und das wird die erste Ecke jetzt auch mal geben für die TuS Niederberg. So, nächste Standardsituation direkt hintereinander und das geht wieder für Niederberg. Und die Ecke wird von Smog rausgeschädelt. Felber macht den Ball fest und legt ihn raus zu Stefan Zimmermann. Der lässt sich aber den Ball erstmal auf außen wieder abnehmen direkt. Zwei, drei Niederwerter noch mit dabei, deswegen gerade kein Durchkommen für die Gäste. Ja, heute mal die Seite komplett mal gewechselt. Ich war ja hier schon beim 7:3 der zweiten gegen die dritte Mannschaft. Und ja, beim Pokalspiel der dritten gegen Moseltal auch, gegen Moseltal 2. Aber naja, da haben wir hier einfach mal den, naja, für dieses Stadion hier schon einen legendären Strommasten hier im Hintergrund. Ja, und Ismail Yassankaré, der es dann mit dem anderen Felber, Tim Felber, zu tun bekommt. Ja, Yannick Felber orientiert sich da auch zum Ball hin, bekommt ihn aber nicht. Ja, Michael Parschau, der vorhin sich noch das Derby der dritten Mannschaft in Fallau angeguckt hat. Und Sankaré will da den Ball vorbeilegen, aber wird dann doch geblockt. Ja, langer Ball, abgefangen von Michael Parschau. Ja, versucht der Doppelpass, aber der Ball kommt dann zu Carbom. Der war ein bisschen zu weit für Parschau. Dubale, der den nach vorne treibt. Ja, und jetzt Samu Dubale steht im Abseits. Oh. Ja, das wäre natürlich auf einmal, auch wenn es so früh im Spiel ist, fast aus dem Nichts so ein toller Pass nach vorne. Und dann womöglich eine super Angriffssituation geworden. Je nachdem, wie die Anspielstation jetzt in der Mitte gewesen wären, wenn es weitergelaufen wäre. Oh, der Ball kommt durch. Ismail Yassankaré mit der Chance. Und direkt führt Niederberg. Direkt nach der Abschlussstellung das 1:0 durch Ismail Yassankaré, der schon im Hinspiel getroffen hat. Nämlich zum 3:0 Endstand. Jetzt macht er hier das erste heute. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Der Favorit geht in Führung. Und das könnte um einen Platz unter den Top 4 noch ein wichtiges Tor werden für Niederberg. Langer Ball direkt nach vorne. Ja, Wingen da will den Ball da vorne noch am Leben halten. Jetzt wieder Niederberg. Ja, nur Ball gespielt, zeigt Schitzmeier an. Smog, jetzt muss Felber hinterher. So, Ossi jetzt mit dem Einwurf zu Felber, der kann den Ball verlängern. Wingen da köpft raus.
Ja, wir erobern den Ball zurück. Flanke rein zu Marcel Smog. Der geht da mit dem Kopf zum Ball. Boah, wird das jetzt wieder so eine Anfangsphase wie beim 7:1 damals? Oder ist das jetzt einfach nur so ein Tor in der Anfangsphase? Alter, aber die Anfangsphase damals war ja auch echt verrückt. Ich meine, auch wenn Niederwerth da eine überschaubare Saison damals hatte, wer hätte da gedacht, dass wir in einer Halbzeit alle 7 Gegentore kassieren? Und jetzt wieder Ismaila Sankare und der wird noch vor ein paar Schau abgeschirmt. Alter, das wäre ein Auftakt gewesen, wenn Ismaila Sankare da jetzt direkt mit 2 Toren losgelegt hätte. Der Niederwerth schreckt so ein bisschen die Saison. Oh, schlechter Abschlag, mehr oder weniger schlechter Abschlag jetzt von Lastuk. Ah ja. Das ist ein durchaus überschaubarer Beginn jetzt von Niederwerth, aber vielleicht könnte Felber das ändern. Nee, natürlich nicht. Also zumindest mal fürs Erste. Ja, Niederberg behält den Ball am Fuß. Können den Ball jetzt erstmal weiter nach vorne treiben. Da wird diesmal Yassan Carré durchgeschickt, aber der steht diesmal genauso wie Dubale im Abseits. Der Freistoß von Tim Felber, der wird von Yannick Wingender abgefangen. Paschau will den mit Wucht nach vorne spielen. Jetzt wieder Yannick Felber, aber der Ball war nicht gut genug für ihn. Ja, wir kommen mit den Niederbergern gerade nicht so wirklich klar. Seht ihr jetzt, was weiß ich, 9 Minuten müssen jetzt durch sein, womöglich. 8-9 Minuten. Und Niederberg kriegt alles abgeblockt, was die Werther versuchen. Oh, und jetzt Yannick Felber, ja, da war der ein bisschen auch verwirrt. Da wusste er vielleicht auch nicht, ob der Ball noch durchkommt. Und Smog, der bei diesem 1:7 das einzigste Tor noch erzielt hat. Ja, und der Ball nach vorne geköpft. Wollte Yannick Felber in Szene setzen, aber der Ball wieder geklärt. Und Tim Felber wird geblockt. Oh, der geht auch wieder raus. So. Ganz schnell gespielt da. Ball ein bisschen weit nach außen. Paschau will den Ball da vorne am Leben halten. Jetzt Dubale, der Außenverteidiger, der den Ball im Gang in die Offensive verliert. Natürlich jetzt auch wieder ein Rückschlag für Niederwerth, die gerade natürlich mit dem Sieg gegen Rübenach und natürlich außenrum noch mit den zwei jeweiligen 2-2 Unentschiedens noch daherkommen, wo sie in den letzten Minuten noch die Punkte verspielt haben. Also man hat wirklich auf der Kartause beim VfR und in Urmitz gegen die Rheindörfer die Punkte, die Siege wirklich noch in den letzten Minuten noch verspielt. Wo man die Spiele womöglich noch mit einem dritten, vierten Tor noch hätte entscheiden können oder müssen. Und dann schenkst du halt die Punkte noch her. Gegen Rübenach musst du in dieser Saison im Abstiegskampf gewinnen, da führt kein Weg dran vorbei. Wenn du die Klasse irgendwie halten willst. Aber gerade der VfR, das waren zwei wirklich wichtig verlorene Punkte gegen ein Top-Team, was so gut wie jede Saison unter den ersten 9 Teams spielt. In Paschau, der den Ball jetzt erstmal ins Mittelfeld schießt, auf den Schädel von Wingender. Karbaum, der den Ball auch wieder jetzt vorne halten will. Smog schirmt den Ball nochmal ab für Karbaum. Und da kommt Dott, Tobias Dott mit der Chance. Ganz wichtig jetzt, dass man da dazwischen gegangen wurde. Und es gibt, ja, den Abschuss für 2 Yards angezeigt. Aber Marcel Smog macht da einen Passweg zu, einer ist noch auf. Sehr gut. Ja, und da geht Hill wieder dazwischen.
versucht den Ball am Leben zu halten oder zurückzulegen, klappt aber nicht. Auch Volker Imrak aus der zweiten Mannschaft von Niederberg heute bei der ersten im Kader, sogar in der Startaufstellung. Und Felber, wenn es abseits war, wartet für zwei die Situation ab, aber er ist nicht im Abseits. Smog in der Mitte. Der Ball rausgeschleppt jetzt. Kabermann und Ossi, die danach setzen wollen. Die Niederberger wollen uns jetzt wieder unter Druck setzen, spielen sich aber erstmal wieder an den Anschlusskreis zurück. Und Sankaré, der den Ball diesmal durchlegen will, und Tim Felber, der den Ball wegschießt. Hoher Ball da jetzt rein, da kommt einer mit dem Kopf dran. Und die Niederwerter schalten jetzt wieder um mit Yannick Felber, aber der Ball ist im Aus. Ja, das gibt jetzt schon wieder den nächsten Einwurf. Ach ja, die Einwurfsphasen. Wer liebt sie nicht? Ich liebe sie nicht. Mann, Mann, Mann. Es geht ja... Ja, ich sag's gefühlt jedes Video. Es geht immer Zeit drauf für die Zeit außerhalb des Videos. Verlängert die Zeit eigentlich immer mehrere Sekunden. Dann wundern, woher dann die ganze Zeit kommt. Ja, gefühlt geht da manchmal so ein Minütchen, manchmal so zwei Minütchen vielleicht insgesamt drauf. Dann sind dann vielleicht mal Abseitsstellungen oder so, die dazukommen. Ne? Dann mal Verletzungspausen, dann mal ein Ball, der ins Gebüsch geht. Dann kommen so ein paar Minuten halt dazu. Ich wundere mich halt nur, dass das manchmal so 10 Minuten manchmal sind. Und jetzt einmal der lange Ball. Ja, sollte wohl in Richtung Yannick Felber kommen. Kein Handspiel, auch wenn der Arm weit oben war. Und jetzt wieder Ismaila Sankaré. Und das war die Riesenchance auf 2:0. Da hätte er seinen Doppelpack perfekt machen können. Es muss ganz, ganz schnell was umgeschaltet werden bei der ersten Mannschaft. Weil sonst wird das ja heute wieder ein schwarzer Tag. Und jetzt Ossi mit dem langen Ball. Oh, der ist viel zu hoch für Stefan Zimmermann. Viel zu hoch. Langer Abstoß jetzt wieder. Und der rutscht einmal gefühlt durchs ganze durch Angriff und Abwehrverbund hinweg. Und Wingender wird da gelegt und Fitzmeier gibt den Freistoß für Niederberg. Ja, da wird schnell gespielt, wieder Wingender. Ja, da muss einer durch zwei mehr oder weniger durch. Keine Ahnung, ob er nochmal hätte ablegen können. Und Ossi. Ja, Ball gespielt von Wingender. Fitzmeier zeigt es an. Und jetzt Samu Dubale zu Felber. Und was war das jetzt? Ich glaube, das sollte ein Pass zu Smog werden. Ich hatte Marcel gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hatte gerade nur Stefan Zimmermann auf dem Blickfeld gehabt und dachte, der Ball sollte für ihn sein. Ja, der Abschluss kann verlängert werden. Da war wieder Ismaila Sankaré. Also mit dem kommen sie teilweise nicht klar heute. Und jetzt wieder Ossi. Niederwert macht ja Druck und jetzt Felber. Ja, also wir machen ja schon Druck, wie jetzt auch gerade mit dieser Chance hier. Vor dem 1-0 die Abseitsstellung von Dubale. Dann aber auch wiederum im direkten Gegenzug. Das 1-0 von Sankaré. Vor ein paar Minuten nochmal seine Chance auf 2:0. Also es ist so ein Hin und Her. Klar, Niederberg hat das Tor gemacht, aber man kann jetzt nicht klar sagen, wer macht jetzt hier die besseren Nadelstiche. Gut, das 1-0 fällt natürlich auch in erster Linie wieder unter die Kategorie Torchance, die ja sicher gespielt wurde. Und dann kommt das 2-0, das war eine Torchance, dann Dott, das war eher so eine Halbchance gewesen. Und jetzt halt Yannick Felber, das war ein Schuss aufs Tor. Ich glaube, der erste von uns mittlerweile aufs Tor. Die Niederwerter wollen sich da wieder durchspielen.
Ja, an sich ist es ja eine nette Idee, den Ball da auch hochspielen zu wollen, damit der Ball nicht abgefangen werden kann. Aber im Endeffekt war das ein Ball, das, glaube ich, mir versucht, mit dem ersten Kontakt rüber zu spielen zu Smog. Und der Ball ist halt zum Einwurf ins Ausgegangen. Die Niederberger, die spielen es halt flach. Gut, der Ball geht jetzt verloren bei Michael Paschau. Aber jetzt geht er halt wieder verloren. Und wieder Ismail Sankaré, der sich da hinten wieder durchsetzen muss. Mit dem kommen wir gerade heute überhaupt nicht klar bisher. In diesen gut 20 Minuten bis jetzt. Mit dem kommen wir überhaupt nicht klar, Leute. Und der Abschluss, der Abschlag, eher gesagt, der kommt präzise an beim Niederberger. Ah, Vorteil gegeben von Fitzmeier. Und jetzt wird was abgepfiffen. Ich glaube, Fitzmeier, geht er jetzt zur Bank, um jemanden zu ermahnen? Nee. Achso, da liegt einer, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, er wird zur Bank gehen, um jemanden zu ermahnen. Und von da hinten aus spielt Felber dann den Ball zum Torwart zurück. So wie es sich gehört. Ja, ich hatte es erst nicht ganz gesehen gehabt, dass da jemand gelegen hat. Ich dachte, weil er jetzt, glaube ich, vorher noch ein paar Rufe von der Ersatzbank kam, dachte ich, der wird jetzt erstmal ermahnen, die Bank. War jetzt meine Vermutung. Ich hab's ja jetzt nicht gesehen. Gut, aber das habe ich gesehen. Naja, so halb. Ich habe gesehen, wie der nach dem Zweikampf gefallen ist. Aber war, denke ich mal, ein normaler Einsatz. Und jetzt Stefan Zimmermann. Ja, solche Bälle, die werden eher so geklärt, dass die an der Außenlinie entlang rollen und nicht sich weiter innerhalb des Feldes aufhalten. Das ist jetzt ein Ball, der mehr ins Mittelfeld gespielt wird. Der eine Befreiungsschlag vorher, das war ein Ball an der Außenlinie entlang. Ja, und dann ist schon Ball wegschießen, für meine Begriffe. Für meine Begriffe kann man das schon als Ball wegschießen und gelbe Karte bewerten. Also vom Regelwerk her ist Ball wegschießen eine gelbe Karte und Fitzmeier hat die Situation schon abgepfiffen. Gut, er kriegt jetzt zumindest mal eine Ermahnung, würde ich das jetzt mal von hier aus deuten. Langer Freistoß jetzt nochmal nach vorne. Felber kann den Ball verlängern. Aber im Endeffekt geht er wieder verloren. Und das auf beiden Seiten. Und jetzt Marcel Smog. Ach ja, ich hab den Ball dann doch so, während ich Marcel Smog gesagt habe, dann doch wieder so ein bisschen abgeschrieben. Und jetzt Marcel Smog, der den Ball hier irgendwie am Leben hält. Du Bale! Und jetzt dort, jetzt mach ich doch mal! Dort, Felber! Och, Leute! Oh, dort liegt er jetzt, er hat sich wohl verletzt. Oh, das ist doch nicht mehr wahr hier. Was tut ihr euch bei euren Chancen so schwer teilweise? Boah, Leute, ich glaube, also. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, was ich hier noch glauben soll. Ganz ehrlich gesagt, es geht mit Einwurf vor uns weiter. Also wir gehen doch nicht so ganz mit leeren Händen aus dieser Situation. Ossi zu Yannick Felber. Flanke rein von Felber und jetzt Stefan Zimmermann. Und der Kopfball geht übers Tor. Aber jetzt nochmal zu etwas, was ich vor einigen Videos schon mal gesagt habe. Jupp ruft ja auch immer wieder so Sachen aus Zelt. So Anweise, so sagt dem und dem mal, der soll dem und dem das und, also sagt dem und dem, der soll das und das machen. Gut, jetzt hat er wieder was aus Zelt gerufen, war jetzt nicht gezielt dasselbe. Aber man hat es bis hierhin natürlich gehört. Also man hat die Anweisung für einen Niederwärter, hat man bis hierhin gehört. Also haben es natürlich auch die Gegner gehört. Und Sankaré köpft den Ball raus, jetzt zwingender, während Sankaré jetzt hier durchläuft. Und Dubale, der Ball immer noch irgendwo bei Dubale. Und jetzt wieder Sankaré, der den Ball annehmen darf und ablegen darf. Ja, der hat jetzt ein bisschen Zeit, da was zu machen. Wird geblockt erstmal. Ja, und ja, da ist noch einer. Und Winge da legt den Ball ab. Will ihn ablegen. Dann Felber. Boah, einmal durch die Beine und. Okay,
Smogs stand wohl im Abseits. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.